Hallo zusammen, liebe Anleger, liebe Börseninteressierte, willkommen zu einem Video aus der Welt der Emerging Markets, der Schwellenländer Börsen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Unser Thema heute aus aktuellem Anlass, russische Aktien. Da hatten wir schwere Abschläge am Montag. Man kann eigentlich schon von einem Crash reden. Der RTS-Index, das ist ein Russland-Index in US-Dollar, am Montag minus 11,3%, ein herber Abschlag. Unter den Marktschwergewichten Gazprom mehr als 9% runter, Lukoil, ein großer Ölkonzern, nicht staatlicher Ölkonzern, minus 12%, die Sberbank, größte russische Bank, minus 21%, Polyus Gold, größter Edelmetallproduzent, minus 21% und dann schließlich Rusal, der weltgrößte Aluminiumkocher, gelistet in Hongkong, fast 60% im Minus. Ist ein Spezialfall, zu Rusal kommen wir noch, aber insgesamt bei allen russischen Aktien schon sehr drastische Abschläge. Warum das alles so plötzlich? Der Grund natürlich neue US-Sanktionen gegen Russland. Die Trump-Regierung setzt neue Unternehmen, Kreml-nahe Unternehmen, auf ihre Sanktionsliste und auch ein paar einzelne Personen wieder jetzt noch zusätzlich eine neue Verschärfung in den Beziehungen, also und eine Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und dem Westen. Ganz generell, der russische Aktienmarkt, der ist ja eigentlich in den letzten 2 Jahren wieder sehr gut gelaufen, trotz der politischen Spannungen die ganze Zeit, trotz der Sanktionen. Das war bislang eher alles egal. Und er ist sogar im ersten Quartal weiter gut gelaufen. Sie wissen ja, das erste Quartal, das war bei uns, also in Deutschland oder in den USA, plötzlich nicht mehr so lustig an den Börsen. Da ging es ja dann doch plötzlich abwärts, DAX auf Jahrestief zwischenzeitlich, Dow Jones Index auch angeschlagen, Handelskonflikte, steigende Zinsen und so weiter. Nicht so in Russland. Der RTS-Index im ersten Quartal nochmal über 9% im Plus, ist also weiter gestiegen in einem schwierigen Umfeld. Da hat sich Russland also relativ erfolgreich noch abgekoppelt vom Abschwung, war ein Outperformer, wäre wahrscheinlich auch ein Outperformer geblieben, wenn wir jetzt die neuen Konflikte so nicht hätten. Warum sind russische Aktien eigentlich so gestiegen? Schauen wir da nochmal kurz zurück. Erstens, die russische Wirtschaft hat sich wieder erholt. Sie hat sich von den Sanktionen erholt, von der politischen Krise. Ging damals los 2014, Ukraine-Krise, erste Sanktionswelle Mitte 2014. Also, das hat sich schon schwer ausgewirkt. 2014 Wachstum nur noch 0,7%, deutlicher Rückgang also im Vergleich zu den Jahren davor, aber das wirklich schlimme Jahr für Russland, das war dann 2015. Da kam dann alles zusammen. Ölpreisverfall, die Sanktionen, dann wegen der Sanktionen Kapitalflucht, der Rubel ist eingebrochen, Inflation deswegen auch in die Höhe geschnellt. Man hat den Leitzins anheben müssen, stark anheben müssen, damit man Kapitalflucht bremst und Inflation bremst. Der russische Leitzins war in der Spitze auf 17%. Und das wirkt natürlich die Wirtschaft ab. Sehr schwierige Lage, also dementsprechend die Wirtschaft 2015 geschrumpft um 2,8%. Unter den Umständen vielleicht noch nicht mal ganz so schlecht, hätte noch schlimmer kommen, aber eben Rezession. Und das gleiche auch 2016, Wirtschaft da nochmal um 0,2% geschrumpft. Seitdem geht es aber wieder aufwärts wirtschaftlich in Russland. 2017 Wachstum um 1,5%. Man kann da jetzt also schon sagen, die russische Wirtschaft, die hätte die Sanktionen jetzt abgeschüttelt gehabt und die Panik, die die Sanktionen verursacht haben. Die schwierige Lage, das hat Russland jetzt hinter sich gehabt. Mehr oder weniger hat sich auch neu ausgerichtet, die russische Wirtschaft in Teilen. Man hat sich gegen diese Einflüsse immunisiert in einer relativ kurzen Zeit. Das war also überstanden.
Zweiter Grund, warum russische Aktien gestiegen sind bis jetzt. Russische Aktien sind sehr günstig. Sie sind immer noch sehr günstig, trotz der Erholung seit 2016. Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan unter 7 jetzt wieder. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sagt aus, das Wievielfache vom Jahresgewinn muss ich für eine Aktie auf den Tisch legen. Und das, da sind wir in Russland beim unter 7-fachen, genauer gesagt 6,8. Das ist enorm günstig. Das hat man an keinem anderen Aktienmarkt weltweit, also an keinem, der eine gewisse Größe hat. Das nächste Kurs-Buchwert-Verhältnis, auch eine sehr wichtige Kennzahl. Da geht es um den Buchwert, um die Unternehmenssubstanz, der in der Bilanz ausgewiesen ist. Und da sind wir in Russland bei 0,75. Das heißt konkret, der gesamte russische Markt wird 25% unter seinem Buchwert gehandelt. 25% Abschlag auf die vorhandene Unternehmenssubstanz. Also nicht bei ein paar Einzelaktien, sondern beim kompletten Markt. Das lockt natürlich Anleger an, Anleger, die günstig kaufen wollen. Man bezahlt momentan weniger als die Substanz am gesamten russischen Markt. Dann natürlich die Dividenden, Dividendenrenditen, durchschnittliche Dividendenrendite russischer Aktien jetzt wieder deutlich über 5%, also nicht nur Gazprom zahlt hohe Dividenden. Dividenden sind in Russland allgemein sehr hoch. Bei vielen russischen Aktien haben wir Dividenden momentan, Dividendenrenditen von 6%, von 7%, teilweise auch noch mehr. Das alles hier jetzt mal im Vergleich. Hier haben wir also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse und Kurs-Buchwert-Verhältnisse aktualisiert. Also nach dem Kursrutsch jetzt in Russland, der russische Markt, wie gesagt, KGV 6,8, KBV 0,75, also sehr niedrig. China KGV 8,7, KBV 1,1, leicht über 1, auch nicht schlecht, wenn man sich das hohe Wachstum in China vor Augen führt. Emerging Markets allgemein, KGV schon bei knapp 15, KBV 1,7, also bestimmt jetzt nicht mehr so günstig wie noch vor 2 Jahren. Aber da sind zwar günstige Märkte dabei in den Emerging Markets, aber wir haben eben auch Indien, Indonesien, Mexiko, also Märkte, die jetzt eben schon relativ hoch bewertet sind. Deutsche Aktien, Durchschnitts-KGV 16, KBV 1,7. Man zahlt in Deutschland also jetzt 70% Aufschlag auf den Buchwert, vielleicht noch vertretbar, aber ist natürlich schon ein ordentlicher Aufschlag auf die Substanz, kein Abschlag, wie wir es in Russland hätten. Und dann noch der US-Aktienmarkt, sehr hoch bewertet, wissen Sie ja wahrscheinlich, Durchschnitts-KGV schon bei 22 und KBV, Entschuldigung, 3,1, also schon das Dreifache vom eigentlichen Buchwert in den USA. Dividendenrenditen für viele Anleger ein sehr wichtiges Thema. Russland da auch unangefochten vorn. Durchschnittsdividendenrendite jetzt 5,6%. China auch noch überdurchschnittlich 3,5%. Deutschland 2,7%. Und in den USA wird es wieder mager. Da sind wir nur noch bei 1,9%, wenn man da jetzt einsteigen würde, wenn man jetzt kauft, weil das Kursniveau da eben inzwischen sehr hoch ist. So viel zu den Fundamentalkennzahlen und die haben den russischen Aktienmarkt bis jetzt eben angeschoben, bis dann die neuen US-Sanktionen gekommen sind. Uns war der ganze Anstieg schon seit einiger Zeit eigentlich nicht mehr so ganz geheuer. Uns im Emerging Markets Trader, in unserem Börsenbrief für schwellende Aktien, da haben wir geschrieben Mitte März, dass sich der russische Aktienmarkt zwar schon erstaunlich gut hält, dass wir auch nicht glauben, dass die politischen Spannungen da noch so wichtig sind, aber eben mit der Einschränkung, die Spannungen sind nicht wichtig für die Marktentwicklung, solange sie sich nicht nochmal verschärfen. Und wir haben gleichzeitig eben festgestellt damals, dass die Spannungen jetzt eben doch wieder zunehmen und eigentlich sogar relativ zügig innerhalb von wenigen Wochen. Wir hatten da die Skripal-Affäre, Großbritannien, dann die Untersuchungen wegen der Wahlen in den USA.
Und Syrien, da hat sich die Frontstellung ja auch verschärft zwischen den Konfliktparteien, den großen Mächten, die da mitmischen. Und jetzt haben wir eben die neuen Sanktionen und einen scharfen Kurseinbruch auch bei russischen Aktien, der uns in seiner Schärfe auch überrascht hat. Wir hätten also selbst auch nicht gedacht, dass der Markt da die Risiken eigentlich so wenig vorweggenommen hat schon. Und dass da auch die Profis vor Ort im Grunde relativ arglos reingerannt sind. Und dass da diese Woche dann eben doch nochmal diese sehr scharfe Reaktion stattfinden konnte. Das war also eigentlich durchaus ein bisschen verwunderlich. Was ist das Wesen dieser Sanktionen jetzt? Man muss sich über eins im Klaren sein, und das war auch schon 2014 so. Die USA und die EU, die haben keine so schweren Geschütze gegen Russland aufgefahren. Das war jetzt kein Generalangriff auf die gesamte russische Wirtschaft. Die Sanktionen waren damals eher Nadelstiche, haben sich gerichtet gegen ein paar einzelne Personen, Institutionen, Kreml-nahe Unternehmen, einige wenige, alles vereinzelt. Man hat Russland eigentlich relativ in Watte gepackt damals. Wahrscheinlich, weil man auch gehofft hat, das Ganze ist vielleicht schneller vorbei, als es sich dann eben herausgestellt hat. Trotzdem haben die Sanktionen 2014 schon sehr gut funktioniert. Warum? Sie haben Panik verursacht. Sie haben die Anleger stark verunsichert. Es wurde Geld abgezogen aus Russland. Viel Geld in großem Stil. Man wusste auch nicht, wie geht es weiter, was kommt da als nächstes. Das war deshalb eben auch die Wirtschaftskrise, die Rezession. Das war vor allem die psychologische Wirkung dieser Sanktionen. Weil der Handel beispielsweise mit Russland, der ging ja auch weiter. Russland beliefert uns auch heute noch ganz normal mit Erdgas, neue Rekordmengen im Übrigen zwischenzeitlich. Es gab keine Kapitalverkehrskontrollen außerdem von der russischen Seite. Es gab keinerlei Beschränkungen für Anleger. Der Rubel wurde auch immer frei gehandelt. Das hätte alles noch kommen können damals, kam aber dann nicht so. Diesmal ist es mit den Sanktionen im Grunde ähnlich. Also wir haben jetzt eigentlich nur nochmal ein paar Personen, die zusätzlich auf die Sanktionsliste kommen, Oligarchen hauptsächlich, die möglicherweise gute Beziehungen zur russischen Regierung haben. Nichts Großartiges, aber es ist wieder eher der psychologische Schock, den die Sanktionen. Man sieht jetzt am Markt, aha, es verschärft sich wieder alles, was kommt da als nächstes und was kommt eventuell als Gegenreaktion von Putin. Damit muss man ja auch rechnen, dass Russland die USA jetzt umgekehrt wahrscheinlich auch irgendwie in irgendeiner Weise bestrafen wird. Also alle Anleger jetzt wieder relativ verunsichert. Was ist konkret passiert? Wie gesagt, ein paar zusätzliche Sanktionen gegen Unternehmen und einzelne Personen aus Russland. Das Wichtigste für die Börsen, Oleg Deripaska, ein Oligarch, kontrolliert mehrere Konzerne, darunter Rusal, davon hatten wir es ja gerade eben schon, besagter Aluminiumhersteller, ein riesiges Unternehmen. Größter Aluminiumhersteller weltweit, und er und seine Unternehmen, die kommen jetzt auf die Sanktionsliste. Und so wie es aussieht, wenn man die Sanktionen richtig interpretiert, dann dürfen die USA, dann darf man in den USA ab Anfang Mai keine Aktien mehr von Rusal halten. Dann darf man auch als US-Bürger oder als US-Unternehmen keine Geschäfte mehr mit Rusal machen, vor allem kein Bankengeschäft. Keine Finanztransaktionen, Finanzierungen, Abwicklung von Finanzierungen oder von Instrumenten. Und Rusal ist eben doch ein großer und internationaler Konzern. Und das kann Rusal tatsächlich in Schieflage bringen, ernsthaft in Schieflage bringen. Russland wird Rusal wahrscheinlich schon irgendwie stützen, aber es wird schwierig. Und der Aktienkurs hat sich ja, wie gesagt, auch halbiert.
Was die anderen russischen Unternehmen betrifft, die börsennotierten Unternehmen, für die meisten ändert sich gar nicht viel. Entweder die stehen schon relativ lang auf der Sanktionsliste, schon seit 2014, da ändert sich sowieso kaum noch irgendwas, oder sie sind auch gar nicht betroffen und das sind die meisten, die sind also erstmal gar nicht beeinträchtigt. Die Frage für die Anleger ist nur, wenn es heute Rusal trifft, wen trifft es als nächstes? Also was kommt da noch? Ist es also an den Börsen eher wieder mal ein psychologischer Schock in erster Linie, aber der ist wirkungsvoll, der sitzt jetzt eben wieder tief. Was macht man als Anleger in so einer Situation? Ist natürlich eine kritische Phase. Wer schon russische Aktien hat, der wird es natürlich versuchen, sein Risiko irgendwie zu minimieren. Der verkauft vielleicht teilweise, der zieht die Stoppkurse nach, die Art und so weiter. Ansonsten, wer noch keine russische Aktien hat, natürlich jetzt nicht unbedingt ein idealer Einstiegszeitpunkt, außer vielleicht für die ganz hartgesottenen. Russische Aktien sind jetzt natürlich angeschlagen, die Märkte sind beunruhigt und wir wissen nicht, was als nächstes jetzt noch kommt. Der Absturz, den wir hatten, der muss jetzt nicht zwingend weitergehen. Es kann sein, dass sich die Märkte diesmal schnell beruhigen, vielleicht schon in den nächsten Tagen, je nach Nachrichtenlage. Das muss man eben beobachten. Wir haben den Vergleich mit 2014. Da hat sich der Gesamtmarkt mehr als halbiert. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, da sind wir uns relativ sicher. Wir haben gelernt, dass die Sanktionen, so wie wir sie jetzt haben, dass da der Schaden begrenzt bleibt. Die russische Wirtschaft überlebt das. Es wird sicherlich auch keine vergleichbare Kapitalflucht geben. Nochmal, das war damals, 2014, eine neue Situation. Das kann man jetzt aber besser einschätzen. Die neuen Sanktionen, die sind auch wieder begrenzt eher. Der Effekt ist wieder begrenzt auf wenige Unternehmen. Das wird man am Markt früher oder später auch wieder erkennen. Aber die Lage momentan ist noch unklar. Investoren sind noch verunsichert. Die Spannungen, der politische Konflikt, das kann sich auch jetzt noch mal verschärfen in den nächsten Wochen. Das wissen wir heute noch nicht. Es muss also jetzt noch nicht so sein, dass wir den Boden schon erreicht haben. Wir beobachten das weiter. Wir werden es weiter einordnen. Wir werden hier auch darüber berichten. Wir werden auch über russische Aktien generell berichten. Also wie investiert man in russische Aktien? Welche russische Aktien gibt es überhaupt? Worauf kommt es da an? Wenn Sie sich für russische Aktien interessieren oder für schwellende Aktien allgemein, melden Sie sich an bei uns. Unterm Strich, wir haben eine Krise am russischen Aktienmarkt. Lage ist schwierig, kann noch dauern. Kann aber auch eine Chance sein für Anleger. Russische Aktien sind spekulativ, sind deswegen auch eher eine Beimischung fürs Depot. Man muss es auch mögen. Russische Aktien sind umgekehrt, aber auch günstig bewertet. Die Lage ist möglicherweise nicht so schlecht, wie es heute oder wie es diese Woche aussieht auf mittlere Sicht. Und wir halten Sie da auch auf dem Laufenden. Das war's von uns heute. Ich bedanke mich der Vollständigkeit halber noch. Wir haben zwar heute gar keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung abgegeben, aber trotzdem, unsere Videos, das sind Informationsvideos, ersetzen keine Anlageberatung, sind auch keine Handlungsanweisungen oder dergleichen, keine Aufforderungen zum Kauf von Aktien oder Verkauf von Aktien oder Finanzinstrumenten oder Anlagen. Das muss eben noch gesagt sein. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, mit interessanten Entwicklungen, wichtigen Entwicklungen in den Emerging Markets, in den Schwellenländeraktien. Ich sage schon mal herzlichen Dank fürs Zusehen.